Hier stand sie einmal nicht allein im Mittelpunkt, die schöne Kronprinzessin Mary. Denn laut Protokoll ist die Königin Margrethe natürlich die Nummer 1. Ein gemeinsamer öffentlicher Auftritt von Schwiegermutter und Schwiegertochter, das hat Seltenheitswert. Beide präsentierten die diesjährige Weihnachtswohlfahrtsmarke. Der Clou? Die Königin hat sie selbst entworfen. Das Wesentliche ist, dass man herausfindet, was man will. Ich habe lange, lange darüber nachgedacht. Was will ich ausdrücken? Es muss besonders und prägnant sein. Deshalb habe ich mich entschieden, dass das Motiv großflächig ist und jede Marke ein wenig anders aussieht. Der Erlös der traditionellen Wohlfahrtsmarke kommt in diesem Jahr Kindern zugute, die jedes Selbstvertrauen verloren haben, gemobbt werden, einsam sind. Es deutet doch alles darauf hin, dass die sich rasant entwickelnde Kommunikationsgesellschaft, in der wir leben, gar nicht so gut kommuniziert, wie sie vorgibt. Vielleicht macht sie sogar auf die eine oder andere Weise einsamer als zuvor, weil es ja eine virtuelle Welt ist und man keine direkten Kontakte hat. Das soziale Engagement der dänischen Royals ist beides: Pflicht und Herzensangelegenheit. Und Mary und Margrethe sind ein Traumpaar. Das Verhältnis von Königin und Schwiegertochter Mary ist wirklich ausgezeichnet. Die Königin hat einmal in einem Interview gesagt, sie habe, als sie Mary zum ersten Mal traf, sehr auf ein gutes Verhältnis gehofft. Sie hoffte darauf, dass die beiden heiraten würden, Frederick und Mary, denn sie war ihr gleich sehr sympathisch. Sie kann sie wirklich gut leiden. Totale Harmonie also zwischen Schwiegermutter Margrethe und Schwiegertochter Mary. Das tut jedem sozialen Engagement der Royals so richtig gut.